Meine herzlichsten Säuerspresschen. Ja, es ist jetzt noch kurz vor 7, deswegen laber ich jetzt mal ein bisschen und drehe die kleine Aska ein bisschen im Kreis. Ja, mittlerweile Level 20. Und ich glaube, ich höre mich gleich selber. Ja. Ja, es ist jetzt noch kurz vor 7, deswegen laber ich jetzt mal ein bisschen. Fall ist der Ton da, das habe ich gerade schon überprüft bei Twitch. Warum habe ich eigentlich meinen Arm hier so angewinkelt? Egal. Ja, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt noch, auf meinem Handy zumindest, 59. Ja, Dann gucken wir uns nochmal die kleine Skara an. Warum auch nicht? Den Käferkönig ohne Unterkiefer. Ja. Und dann zurück zu Aska. Und die Uhr sagt 19 Uhr, also Welt betreten. Ja, wir müssen ja die Zeiten hier einhalten, ne? Warum sagt der mir denn jetzt was Neues? Aua. 5, so. Blitzheilung. Uiuiui. Ja, gestern habe ich es ja gründlich verschissen. Erstmal bei Facebook und bei YouTube den falschen Link zum Stream reingepackt. Und dann war das Mikro aus und ich habe einfach eine Stunde lang mit mir selber geredet. Ja, ist auch mal eine schöne Erfahrung. Aber jetzt geht's auf meine Quests abgeben. Ja, ist ja reichlich was, weil auf der Insel hier war viel zu tun. Ich habe auch einfach alles angenommen, was da war. Und ja, warum eigentlich nicht, ne? Und ja, jetzt gucke ich gerade mal ein bisschen auf den anderen Monitor und guck mir selber beim Stream zu. Hahaha. Ja. Los geht's, ne? Oh, ein Dieselpeitscher, komm. Dort. Ja. Dann freue ich mich, wenn wir gleich Level 21 sind und die verschlingende Seuche können. Und den Gedankenschlag, ja. Dann haben wir auch mal ein bisschen mehr Rotation hier. Und ich muss gleich mal einen Briefkasten suchen. Ja. Na, 24, die Schattengestalt, da freue ich mich auch drauf. Und aufs Levitieren. Ich finde das so unfassbar geil. Wenn man einfach erhaben durch die Gegend schwebt. Seid gesegnet. Ja, dann sind wir gesegnet. So, da hätten wir. Ja. Seid wachsam. Sollen wir Kristalle suchen? Haben uns nicht eine kristallene Rinde. Ja. Mögen eure Tage lang und eure Mühen gering. Ja, jetzt haben wir auch Handschuhe an. Die sehen ja sehr hübsch aus. Gucken wir mal, ob wir schon die auf Stufe 21 kommen. Gehabt euch wohl. Das Ende was machst du denn jetzt? Du musst noch was basteln? Achso, erzählst uns noch ein bisschen was. Ja gut. Dann mach das mal, ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, und lach dir erstmal ein. Gleich eine Legion. Verliert euren Glauben nicht. Aber jetzt hier zwei Quests von ihr. Nee. Nur eine. Gut. Dann gehen wir mal den Rest abgeben. Und noch einen Briefkasten. Der fehlt mir noch. Hier hast du deine Pilzsammlung. Ja, kriegen wir auch gleich. Lasst stets Barmherzigkeit. Gehabt euch. Iseras Tränen sollen wir sammeln. Mhm. Wo kriegen wir die her? Ist man dafür wieder auf die andere Insel? Okay. Da haben wir auf alle Fälle noch ein paar Quests, die wir abschließen können. Gute Gesundheit, langes Leben. Ja. Ach, da oben sind die Tränen, ja gut. Dann eben zum Flugpunkt. Und dann hier zur Exoda zurück. Weil da ist ja noch so ein bisschen was zu tun und da werden wir da werden wir auch einen Briefkasten finden. Hoffe ich zumindest, dass wir das tun werden. Jeder Tag ist ein Segen. Die Exoda. Wie viel Geld haben wir mittlerweile? Oh. 3 Gold, huiuiui, das ist ja hier ein Vermögen, du. Oh, diese Nachtelfen drehen eingreifen. Ich glaube, die ganz zu beiden und so irgendwie, ne? Hui. Die finde ich schon irgendwie ganz cool. Doch, die haben was. Ja, und da habe ich gestern hier einfach bescheuert mit mir selbst geredet. Ja, so bin ich halt.
Und wir sind gleich Stufe 21. Da machen wir doch schon mal ein bisschen Platz für unseren Gedankenschlag und unsere Seuche. So. Und gleich geht's zur Exoda. Da. Ja, weil das ja gestern niemand gehört hat, warum ich den Trainer überhaupt spiele. Ich finde die Rasse extrem cool. Und ich möchte gerne, warum auch immer, den Erfolg einen Doppelagent haben. Deswegen brauche ich ja zusätzlich zu meinen beiden 100er Hordlern noch einen 100er Ali. Vielleicht kriege ich damit sogar noch das tolle Trio hin. Vielleicht wird das auch der Hexer, der das tolle Trio macht. Das weiß ich noch nicht. Naja. Ist ja im Endeffekt auch egal, wer es dann ist. Aber dafür wollte ich das halt haben. Auch wenn ich eigentlich gar nicht so der Riesen-Achievement-Jäger bin. Aber da wollte ich es dann irgendwie schon haben. Und wir haben hier eine neue Quest. Was? Startet eine Quest, okay. Wo müssen wir hin? Ach, da oben. Oder? Nee, keine Ahnung. Heldenaufruf. Es geht ins Eschental. Gut, dann sind wir hier. Audienz beim Propheten. Dann reiten lernen und noch irgendein anderer Mist. Ja. Was müssen wir noch machen? Zeug verkaufen. Das ist natürlich die Sache. Ich kann jetzt natürlich der kleinen Aska keine Taschen schicken, glaube ich, ne? Das wäre natürlich ideal, wenn das gehen würde. Aber ich glaube nicht, dass ich von meinem Hordler aus da was rüber schicken könnte. Das wäre ein bisschen komisch. Also nur so ein bisschen. Das wäre natürlich praktisch. Aber ja, wie gesagt, ich halte es ja unwahrscheinlich, dass es geht. So. Nicht alle, die umherwandern. 100 Quests abgeschlossen. Wir müssen uns gegen Juhu. Gegen die Brennende. Ja, das wäre vielleicht besser. Was haben wir da? Sind das die Abbilder der Feinde in der Scherbenwelt? Okay, da überlege ich gerade, wer das ist. Aber... Okay, das ist nicht Illidan. Das ist hier, ja, Manoroth ist ja tot, ne? Manoroth ist ja nicht in der Scherbenwelt, meine ich. Oder sind das schon besiegte Feinde und dann ist das doch Manoroth. Aber wie heißt er denn jetzt hier noch? Ja. Keine Ahnung. Habe ich gerade nicht im Kopf. Bei ihm hier dachte ich erst, das wäre Illidan, aber es ist nicht Illidan. Ja. Könnt ihr mir ja mal in den Chat schreiben. Oder wenn das Ganze hier auf YouTube kommt, dann schreibt es noch in die Kommentare. Und ich hüpfe schon wieder wie von der Tarantel gestochen. Und durch die Gegend. Also, wenn da noch irgendwer am Zuschauen ist, schreibt mir doch mal in den Chatroom ein Hi oder ein Bist du scheiße oder sonst irgendwas, was ihr mir schon immer mal schreiben wolltet. Ja. Und ja. Dasselbe dürft ihr natürlich auch mit den YouTube-Kommentaren machen. Mir irgendwas da drunter schreiben. Ui, schick. Oh, das ist schon Phase, oder Rang 4 von 4. Waren die nicht noch vor dem letzten Patch Phase 1 von, ja, da war es noch Phase 1 von 3, ne? Das sind zu Ränge. Die hauen aber dann auf 4 ordentlich rein, ne? Wenn ich mir das so angucke. Ist schon nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit den Mythic... Mystik oder Mystik?
Mystik, ne? Ob es damit mithalten kann, aber ja. Mit dem Hero bestimmt. Was gibt's denn hier überhaupt Schönes auf mystisch? Gibt's da irgendwelche schicken Sachen? Oh. Doch, sieht auf jeden Fall gut aus. Auch mit dem Kopfteil, was da so hinter schwebt, das hat was. Ja, ich bin viel zu viel aufs Aussehen fixiert auch. Das ist ein bisschen schlimm so. Und Poros. Das Glück sei mit euch. Oh, da habe ich gar nicht genug Gold für. Ja, lustig. So. Was für mal noch ein paar Bandagen eben. Hab ja sonst nichts zu tun. Bisschen Ersthilfe-Skillen. So. Ja, das ist jetzt natürlich so. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. So, Aska. Will ich doch mal gerade testen, ob das nicht doch klappt. Jetzt gehe ich mal gerade hier mit Skara an, die rennt jetzt gerade noch in Tiefenhain rum. Wegen, ja, wegen was eigentlich und warum habe ich so wenig Leben? Hallo? Ja gut, so, Garnistein. Jetzt gucken wir erstmal, ob das Senden klappt. Und sollte das klappen... Ja, ich habe auch noch ganz viele Arbeitsaufträge und so da laufen, die abgeschlossen werden müssen. Und ich müsste auch unbedingt mal wieder Tiere einfangen fürs Leder und so. Also wenn ich jeden Tag das machen würde, was ich machen könnte und machen müsste, dann wird das auch mit dem Gold bei mir etwas besser aussehen. Ja. So. Jetzt rennen wir hier mit der kleinen Schurkin. Hör mal ein bisschen rum. Ja, hier ist alles fertig. Ja, Goldmission müsste man unbedingt machen. So, Post versenden. Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, kommt 2 an. Ja, kann ich nicht senden. Doch, da ich brauche einen Betreff senden. Ziel ist feindlich gesonnen, ja, okay. Das dachte ich mir schon, dass das nicht geht. Das wäre jetzt auch komisch gewesen. Hätte eventuell sein können wegen der Zusammenlegung des Auktionshauses oder was da war. Ich meine, da war ja irgendwas. So. Jetzt mal ein bisschen höher hier. Und dann gehen wir wieder zurück. Gut, das heißt, auf Ali-Seite müssen wir jetzt das ganze Gold... wird mir gerade geschrieben. Ich hoffe, das hat man jetzt im Stream nicht gehört. Ist aber gerade ein bisschen wichtig, muss ich gerade lesen. So. Muss man gerade mal tippen. So, ha, ja. So. Hätten wir das auch geklärt. So die kommen. Ja, hätte ich zwar Gold für gekriegt und hätte ich ja gebraucht wegen Reiten und so. Aber hey, ich schmeiß das Zeug einfach weg. Was auch sonst. So. Das heißt, jetzt gleich aufs Mount. Ach nee, da hätten wir eigentlich noch eine Quest, ne? Ja, egal. Und wieder ab zur Blutwacht. Da müsste doch, da weiß ich so ungefähr, wo ein Händler ist. Das passt. So. Das wollte ich auch eigentlich gerade etwas anderes gucken. Genau, von da aus geht's dann
aufs Festland. Ja. Wie gesagt, das heißt, wir müssen mit diesem Charakter alles neu farmen. Ach, da vorne ist ein Händler, den gehen wir da erst hin. Das heißt, aufs Gold müssen wir ein bisschen achten. Wer mir vielleicht ein bisschen Gold spenden möchte oder so. Okay, das, jetzt bettel ich schon wieder, aber nein, wer halt Lust hätte, mir was zu schicken oder so, darf das natürlich gerne tun. Habe ich überhaupt nichts gegen. Muss nicht sein. Aber ich freue mich auf jeden Fall drüber, sagen wir es mal so. So. Haben uns nicht vergessen. Ich könnte halt eigentlich schon rüber, ne? Kriegen so, aber gut, wacht. Ich möchte ja schließlich Stufe 21 sein gleich. Jetzt überlege ich, ob ich dann den Dungeon Finder anschmeiße oder mir ein Schlachtfeld suche. Was ich ja gestern im Stream schon gemacht habe, was ihr natürlich alle nicht gesehen und gehört habt. Also gesehen vielleicht schon, aber nicht gehört. Und ja. Mal gucken, wann man mich in diese große weite Welt entlassen kann. Und in der Scheibenwelt wird das lustig, dann habe ich auch mal eine neue Quest, glaube ich. Also zumindest in der Höllenfeuer-Halbinsel. Also ich hoffe, dass die ein bisschen anders sind. So ein bisschen Abwechslung tut man ganz gut. Doch. Hätte was. Und jetzt gucke ich mal wieder hier mir selber im Stream zu. Ja. Und touch auf meinem Handy rum. Haha. Ich bin so unprofessionell. Die Blutwacht. Ja. Wenn ihr diese ganzen Kristalle an die Gnome und Zwerge verkaufen würdet, ne, was meint ihr, was ihr da an Kohle machen würdet? Die würden sich da bestimmt umreißen. Deswegen hat die Allianz die Drehner wahrscheinlich auch aufgenommen. Ein Arkanmensch, hey. Das Glück sei mit euch. Ja, das ist schön. Die haben was sollen wir tun? Achso, Anomalie der Leere getötet und irgendeinen anderen Mist fabriziert. Ja. Schön, schön, schön. Haben wir auch noch was abzugeben? Chronaki Christor. Ja. Sei genau das. Oh, jetzt wird mir geschrieben hier. So. Ach, wieso ist denn mein Handy nicht auf lautlos? Hä? Irgendwas stimmt da nicht. So. Krieg ich da Rinde? Zeig mal her. Ich möchte jetzt diese Rinde haben. Die du. Hm. Ja, von Bären bestimmt nicht. Irgendwo in diesem Gebiet soll jetzt kristallene Rinde sein. So, in diesem Baum ist jetzt nichts, was irgendwie so aussieht. Jetzt könnte ich es anklicken. Ich muss näher ran. So. Mach nochmal die Dots drauf klatschen. So. Nee. Irgendwie finde ich hier keine kristallene Rinde. Die sehe ich hier nicht. Komisches Zeug. Oder liegt das auf dem Boden rum? Oh, du Felssetzer Jungtier. Aber nee, wir spielen jetzt mal nicht Pokémon. So, kristallene Rinder. Ja. Das ist so lustig. Ich finde hier nichts. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts, was ich irgendwie anklicken kann. Also nichts, womit ich interagieren kann.
So, aber ich werde jetzt einfach da eine Quest abgeben, dann renne ich nach da oben. Klack die alle weg. Ne, ich gehe jetzt nach da oben und gucke, ob ich dann aus Fesseln komme. Dann, und wenn das klappt, dann klack ich die alle weg und ja. Dann lasse ich das halt. Ich meine, das Gebiet ist bis Stufe 20. Das passt dann auch. Ich meine, gut, dann wäre ich zwar ein bisschen über dem Cap und so, aber finde ich dann auch immer ein bisschen nervig, wenn man nachher die Quest suchen muss. Oder dann halt zu viele auf einmal angezeigt kriegt, so wie das am Anfang in diesem Gebiet der Fall war. So, 21. Verschlingende Seuche und Gedankenschlag. Und dann geht's jetzt erstmal nach da oben. Und wir schmeißen den Dungeon Finder an. Ui. Achso, dafür bräuchte ich die Schattenkugel, genau. Für die Seuche. Ich kann das noch nicht zaubern. Noch zwei? Ach ne, alle Schattenkugeln. So, dann gucken wir mal, wie gut das Teil hier funktioniert. Ui! Funktioniert sehr gut. Freut mich. Das freut mich. Gedankenschlag macht auch guten Schaden. Gut, die knapp 8 Sekunden Abklingzeit sind mir eigentlich ein bisschen viel. Aber naja. Ach, da kreisen die Schattenkugeln um mich rum. Ah, dafür macht es schon schön Schaden, ne? So. Ja. Es fehlt halt nur noch ein paar Level in die Schattengestalt, aber die haben wir auch noch. Dann war es das nur mit der Heilung, ne? Was fehlt denn noch? Ach, es fehlt noch alles. Okay. Halt die mit den Quests, sehr gut. Fürs Gold wäre es vielleicht nicht schlecht. Aber, ja, fürs Equip lohnt es sich einfach überhaupt nicht. Insel Drachenfels, ja, ich sehe das schon. Gibt es denn hier auch eine schuppige Echse oder in einem Vulkan? Das gibt auf alle Fälle, ja gut, die sind jetzt als Untote, aber das sind doch Drachenwelpen hier. So, Gedankenschlag. So. Ich kann das noch nicht zaubern. Ja, dann lass es halt. Ja. Das lädt immer noch auf. Ja, ihr mit euren Giftblitzen hier. Ein Geistesblitz bräuchtet da mal. Das wird vielleicht eher was helfen. So, jetzt muss ich mal wieder am Kopf kratzen hier. So. Du Viridian-Welpe. Ich muss zuerst etwas analysieren. Ja. Da vorne ist das Scheiß. Jetzt muss ich schon wieder am Kopf kratzen hier. So, ist aber gut hier. Das da? Ach, einer von den Tränchen, die ich sammeln soll. Ja, auch gut. Oh, jetzt kommt die hier alle an. So, komm, ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. So, bringst du mich aufs Festland oder nicht? Aber das Schiff sieht ungesund aus. Ja. Soll ich erstmal hier Naga töten?
So. Machen wir das doch mal. Ich kann das noch nicht zaubern. Sind hier Frostrüstung? Mhm. Ja. Ich muss näher. Hilft jetzt auch nicht so viel weiter, ne? Ihr seid auch erst auf Stufe 16. Ich dachte eigentlich, der Typ bringt mich dann hier irgendwie rüber. Ich bin außer Reichweite. Dann müssen wir gleich zur Blutwacht zurück. Und müssen das mit dem Greifen machen. Und das ist natürlich, ich habe jetzt gedacht, mit der verschlingenden Seuche, das wäre ein bisschen anders, weil ich dachte halt erst so, oh, fürs PvP ist das ja. Das ist ja richtig cool, aber ja, wenn du gerade keine drei Schattenkugeln parat hast, dann guckst du aber blöd. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dann guckst du erstmal. Ach, verfehlt. Tja. Oh, ich könnte mal ein bisschen gerader sitzen, kann das sein? So, hier immer aufrecht, ne? Hier Brust raus und so. Jetzt hier immer wieder auf den anderen Bildschirm gucken. Okay, eigentlich ist das auch Wurst, ne? Ich kann ja so ein bisschen rumhängen. Warum eigentlich nicht? So, der hätte mir auch einen Unterwasseratmungszauber gegeben. Drei Seelen des Blutfluchs. Oh, ja, dann gib mir mal so ein Kuss des Kapitäns, ja. Schwimmgeschwindigkeit erhöht, Wasseratmung, ja, das ist gut. Das hat man doch gerne, ne? Seele des Blutfluchs, ja. Und bringst du mich dann auch aufs Festland oder muss ich dafür hier weiter questen? Hm? Jui, das geht aber tief runter hier. Gut, dass wir den Buff haben. Ich habe kein Ziel. So. Reisende des Blutfluchs. So. Ach, jetzt habt ihr euch das auch noch. Jetzt sucht ihr euch das auch noch aus. Ja, dann. Lass gehen, Kapelle. Oh, Burgschattenfang. Dann lass gehen, Kapelle hier. Ich frag mich, ob sie den jetzt noch gecastet hat. Ja, möchte ich gerade zurücksetzen. So. Quest annehmen. Schießt los oder zieht Leine. So, mal eben hier. Guten Tag sagen. Was bist du denn? Nachtelf-Druidin, bist du unsere Heilerin? Zwergenkrieger, nach der F-Dulu. Uiuiui. Das geht ja schon gut los hier. Nee. Möchte ich alles nicht. Was verziehen sich die Viecher hier schon wieder? Mhm. Ja. Hier, komm weg damit. Ja, du sollst auch gar nicht so viel rumzaubern. Ich verlangt hier überhaupt keiner. Ach, jetzt sind hier schon im Bosswald. Ach, ihr habt sie doch nicht mehr alle. So. Ohne dass er sein Mist hier macht. Ja, komm, gehen wir mal drauf. Na, ihr seid ja ein munteres. Sieht ja ganz schick aus. Passt auf euch auf. So. Eine Schattenkugel haben wir noch. Ja, wir haben ja noch eine. Warum fliegen denn da zwei? Das ist ja Mist. Na, du Zwergenjäger. Ja, Krieger. Furorkrieger, ja, was auch sonst. Hauptsache, man kann mit zwei dicken
Waffen rumrennen, ne? So, Wächterdruiden, was bist du denn? Ach, er auch, ne? Kein Borger. Wir haben 3 Druiden. Uiuiui. Aber der ist auch ziemlich beliebt, ne? Im Moment. So, habt ihr alle? Ach, jetzt rennt ein Worger mit uns rum. Als Wortler ist das doch auch ein Untoter, ne? Der einen hier begleitet. Ob man nicht alle so herausfindet. Also, ich meine es. Kann mich natürlich auch irren. Meine Burg Schattenfall ist eine Weile her. Also so eine Weile. Eine ganze Weile. Das lädt immer noch auf. Hm. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Gedankenschlag hier. Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ach, ja, das dauert zu lange zum Kasten hier. So. Geht weiter hier? Gut. Ich kann das noch nicht zaubern. Ja, dann nicht. Jetzt ist das wieder so eine Gruppe, die da so meint durchfegen zu müssen, ne? Da kann man die Rotation gar nicht üben. Das ist schrecklich. Ich hasse das. Wenn die da so feine Sahne Fischfilet-mäßig durchrennen. Ich kann das noch nicht zaubern. Und beim Damage bin ich auch noch ganz weit hinten. Und war gestern vom Flammenschlund anders, da war ich auf Platz 1. Ist vielleicht so rum besser, ne? So, ne? Dass er auch beide Dots auf sich drauf hat. So, genau. Kann der Gürtel denn? Nee, den brauchen wir nicht. So. Ach, wollen wir dem noch nicht aufs Fressbrett geben? Komm, wir haben doch unseren Krieger dabei. Das ist doch alles kein Problem. Mit so einem Krieger. Die packen das doch im Normalfall. Im Normalfall. So, Stufe 22. Wunderhübsch. Machtwort Seelenstärke. Ja, komm. Kann ich das auch auf mich sprechen? Ach hier, da ist es. Stimmt, das wird jetzt immer so angezeigt. Noch nicht zaubern. Ja. Ist so schade, dass du das noch nicht zaubern kannst. So ein Schild brauche ich nicht. Kann ich nichts mit anfangen. So, jetzt brauchen wir eine neue Schattenkugel, nicht? So. Der erste kommt so gleich. Auch direkt in den Gegnern drin gerade, ne? Das ist gar nicht so cremig. So, Gedankenschlag nochmal. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Ja, das ist schön. So, was gibt's hier? Ja. Jo. Gedankenschlag. So viel kann ich ja noch gar nicht machen, ne? So. Was? Tankt er als Feral? Jetzt mal ernsthaft? Tankt er als Feral? Da kommt mir das nur so vor.
Ja, da ist wieder Bärchen gewesen. Nee. Ey, Leute, ihr seid alle drauf. Was hast du denn da? Na, nicht die Viecher aus Harry Potter hier, die nur Tote sehen können? Keine Ahnung, wie die heißen. Ich hab nur die Filme geguckt. Ich hatte das nie sonderlich gejuckt alles. Oh! Er interessiert sich nicht für Harry Potter. Und nein. Jetzt habe ich was gesagt. Ich muss zuerst etwas anlesen. Ich könnte jetzt auch noch sagen, dass ich Game of Thrones nicht geguckt habe und auch kein Interesse habe, dazu gucken. Komme ich dann auf den Scheiterhaufen? Was ist das denn hier? Haben wir hier noch gecastet? Nee, natürlich nicht. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ja. Lord Walden. War der nächste Questmob, ne? So. Ja, Godfrey Fischer. So, kann ich. Was habt ihr zu erzählen? War die letzte Quest? Weiß ich gar nicht mehr. Oh, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, da ich hier drin war. Schrecklich. So. Ey. Ja, mach mal auf hier. Ja, komm. Lauf einfach. Und alles wird gut. Das ist in der Gilde Murlocs. Wer nennt denn seine Gilde Murlocs? Was kann ich für euch tun? Schönen Tag. Warum tut man sowas? Also, falls jemand aus dieser Gilde dort irgendwie sieht, sagt mir das mal. Ich kann das nicht nachvollziehen. Hätte ich hier vorher sagen müssen, dass ich streame, damit die Bescheid wissen und sagen können, nee, will ich nicht. Hätte ich das machen müssen? Da ist mir jetzt auch echt Wumpe. Mein Gott. Die spielen WoW, die sieht quasi sowieso jeder im Internet. Ob man das jetzt noch auf Twitch oder auf YouTube tut, das ist ja jetzt echt, ne? Jacke wie Hose, ne? Eigentlich. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht zaubern. Ja, warum denn nicht? Streng dich da mal an. Da muss ich was ändern, wenn du das immer nicht kannst. Ach, guck mal. Wieder nicht schnell genug. Also pullen wir direkt, ja? Direkt ruft er da. Ja, dann hauen wir mal den Gottfried Fischer hier. So. Das ist er auch noch. Und Ende. So. Wunderhübsch. Wo bleibt unser Quest-Tiny? Da bisher. So. Zu lange waren wir von Mauern umgeben. Ja. Haltet die Ohren steif, ja. Ja, machen wir. So. Distanzgruppe verlassen. Wunderhübsch. So, dann müssen wir jetzt hier noch Seelen sammeln, nicht? Das ist natürlich wegen des Buffs ein bisschen blöd, aber kaputt. Ja, wollen wir auch so noch hinkriegen. Sven, die droppen weiter einfach gar keine Seelen. Ich kann das noch nicht so. Immer noch nicht. Ach, geht doch. Ach, komm, komm. Du, Reisender.
Sprengstoff auch mit. Nochmal eh für Bandagen später, ne? Bam. So. Hast du auch eine Seele für mich? Nein, du hast keine Seele, bist seelenlos. Seelenlose Kreaturen hier. Schlimm sowas. Und so, komm her. Ah. Ich weiß, dass du meinen Dots verrecken wirst. Oder meinen Dot. Im Endeffekt habe ich ja nur zwei. Bin ja keine Flexion-Lock. Ich kann das noch nicht zaubern. So. So, geht doch, dann können wir auch wieder getrost zurück. Ne? Ach, hier haben wir ja noch. Haben wir noch was gekriegt hier. Bringt uns diesmal sogar was. Normalerweise kriege ich aus dem Beutel immer nur Zeug raus, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja. Oberfläche können wir hier mal so rüberlatschen. Ja. Das ist ja herrlich. Pam pam. So. Wie lange mache ich denn heute? Ich hätte eigentlich gedacht, ich bin schon von dieser Insel langsam runter. Ja. Das müssen wir da runter. Oh Gott. Wir haben keinen neuen Buff. Beendigung des Blutfluchs, ja, dann machen wir das mal. Gehen wir aber so bis an das untere Ende dieser Insel, dass wir nicht ganz so weit schwimmen brauchen. Es dürfte mir noch beim Schwimmen zugucken. Gewitzt hier so, das setzen wir wieder zurück. Ach, ich bin dann nachher doch noch auf Platz 3 gekommen. Vom Schaden. Na gut. Gut, bis ganz nach unten hätte ich ja nicht sinken können, weil unser Heiler, der sollte ja eigentlich nicht sonderlich viel Schaden machen. Wäre besser. So, Heilung zieht ja eigentlich so schon genug Aggro. Und ja. Da machen wir uns mal auf hier und plätschern ein bisschen herum. Platsch, platsch, platsch. Bitsch, platsch, Pinguin und so, ne? Hm. Nagel des Blutfluchs, ja komm. Over and out. Das ganz schön ist halt, dass ich den kanalisieren. Das finde ich echt gut. Hat was für sich. So, während jetzt die Naga ihren Frostblitz casten, mache ich ja dann schon Schaden, ne? Frostblitz und Frostmage, ja. Könnte ich eventuell mir auch noch mal vorstellen. So. Aber jetzt will ich erstmal den Hexer auf 100 haben und dann noch einen von anderen angefangenen. So, bevor wir hier den ganzen Account zugeballert haben mit angefangenen Charakteren, das wäre ja schrecklich. Ich brauche halt keine Sau. Ne? Ist ja einfach so. Gedankenschlag. Schmerz. So. Kupfer. Da fallen sie alle um. Ach, ist noch nicht bereit hier. Das ist aber schade. Müssen wir mal ändern. Das geht ja schon, hey, irgendwie. War gerade komisch. Ich dachte, wäre schon tot. Das wäre ein ordentlicher Crit gewesen. Gott.
Wer soll ich zuerst die Statue zerstören? Und dann noch irgendwas anderes, ne? Ach, reicht das, wenn ich die getötet habe? Nee. Zerstört, nicht getötet. So. Ach, das war's jetzt. Du warst ja ein sehr mächtiger Heini hier. Also Naga spielen, das finde ich auch cool irgendwie. Hätte ich auch Lust drauf mal. Also. So, Blitzheilung. Und nochmal. Ich bin jetzt ein bisschen mit den Skills durcheinander gekommen, weil ich sonst meine verschlingende Seuche, also da wo die ist, war mein Schild und so. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Wisst ihr einfach. Tü-tü-tü. Ach, schaffen wir es noch darüber, bis, also bevor der Buff weg ist. Komm, das klappt, komm. Bestimmt. Na komm, schau ihr in die Augen, diese leeren Augen. Ich finde die Trainer finde ich einfach so cool. Also, die weiblichen Trainer, die haben wirklich was. Die gefallen mir richtig gut. Da fühle ich irgendwie was Mystisches so. Die leeren Augen, die Hörner. Die Farben dazu. Ja. Herrlich. Wieso habe ich die nächste so eine Kettenweste überhaupt? Hä? Ja, wunderhübsch. Ja, müde. Naja, egal. So. Ja gut, und du bringst mich also nicht von dieser Insel runter. Ja gut. Aber nachdem ich gestern so eine Stunde hier in die Leere gequatscht habe, ich zwar vorhin echt Bock hatte zu streamen und mir das auch jetzt gerade echt wieder mega Spaß gemacht hat, verabschiede ich mich jetzt doch schon etwas früher als sonst. Und ja, ich würde sagen, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, das Ganze, denke ich, kommt wieder bei YouTube rein, so für die es nicht gesehen haben und einfach damit es erhalten bleibt. Wieso auch nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal auf YouTube und demnächst irgendwann wieder auf Twitch. Bis denn, haut rein!